Yeah, was geht? Nabend. Zwei Idioten am Start mit außergewöhnlicher, cheesiger Kost, dem Battle Chiefs. Battle Chess, ihr kennt Dame, ihr kennt Mühle, ihr kennt Schach, aber ihr kennt mit Sicherheit nicht Battle Chess. Das geilste Game ever. Warte, wir stellen das hier eben richtig ein. Es ist der Traum von einem Spiel. Ich habe Dennis immer in den Ohren gelegen. Wenn wir irgendwas spielen wollten, habe ich immer aus Spaß Battle Chess vorgeschlagen. Jetzt ist wirklich besorgt. Der Traum eurer Kindheit, der Traum meiner Kindheit und eurer Enkelkinder. Er hat mich, ich weiß nicht, 3 Jahre lang oder so hast du mich genervt. Und zurück. Alright. Und das Warten hat sich gelohnt. Hier seht ihr Battle Chess. Das sieht aus wie ein normales Schachspiel. Ist es zunächst auch. Aber mit Animation. Und was gleich passieren wird, es ist fantastisch. Also allein dafür lohnt sich das Zugucken. Okay, ich habe meinen Zug gemacht. So, ihr seht, es blinkt bei mir. Und jetzt kann ich hier hingehen. Ja, genau, geh natürlich nicht am Bären geschlagen. Geh da hin, komm schon. Und er marschiert stramm, marschiert. Dieses Game ist absolut überwältigend. Also die Grafik, die phänomenale Präsenz. Ich mag auch den Soundtrack sehr gerne. Ja, der Soundtrack ist richtig, richtig schick gelungen. Also. Ich glaube nicht, das war die Animation. Also das Beste, definitiv. Es kommt noch. Wir haben Großes mit euch vor. Gott, das ist so gut. Oh mein Gott, also Springer auf C3. Das ist der Bauer und der ist auf irgendwas. A, B, C, D. Du weißt, das kann ewig dauern, wenn wir hier nicht gleich hingehen und was Vernünftiges machen, wa? Ja, wir sollten gleich einfach mal so ein bisschen. Wusste ich's doch. Ja, natürlich. Oh, er muss Platz machen. Genau. Wie ihr seht, die können nicht übereinander springen. Wie soll man das auch animieren? 1830. Und er muss zurückgehen. Also hier ist alles sehr polite, very gentlemanlike und so. Und, ja, stimmt, man sieht. Ein Spiel der Götter. Und jetzt steht er. Ja, jetzt darfst du dann noch. So, ihr seht hier die Dame, die darf natürlich überall hingehen. Ich laufe einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Weil dann, du musst vorher eine Figur antippen, Alter. Geht ein bisschen hast du Action. Schon. Ja, und ihr seht die Dame, ihr Kleid. Uiuiui. Oh mein Gott, das ist ja Modenschau-like. Die schwingt die Hüften. Ja, die würde ich knallen. Die würde ich knallen, Alter. Sie stöckelt dahin und jetzt, ich würde sagen, sie sind im Schach. Was? Da, seht ihr, die Krone ist angezeigt. No way, ja, Motherfucker, verpiss dich. Willst du mich hier jetzt schon ficken, das oder was? Das geht nicht, der König kann nur ein Feld in jede Richtung, wie wir wissen. Ach. Sie müssen was im Weg stellen. Ja. Oder deine Mama. Wirst du im Weg stellen. Ach, der Bauer kann natürlich ein Feld nach vorne gehen. Was ist das? Das ist ein. Das ist natürlich der Läufer. Ja, ne? Aber der kann nicht so laufen. Der kann nur schräg laufen. Sie sind doch behindert, Alter. Sie können den. Warum machen sie das? Jetzt direkt vom Start. Ich dachte, wir spielen hier eine angenehme Runde. Klar, spielen sie doch. Nehmen sie den Buben und gehen sie ein Feld nach vorne. Meine sie sich. Herren. Ist der Bube weg? Muss ich natürlich mit. Ja, dann ist meiner auch weg, wenn ich da hingehe. Ist das Büblein hier weg hier? Das wird nicht passieren. Weg, du Schnalle. Was hat er vor? Was hat er vor? Dieses Spiel. Husch, husch, husch. Oh, die Seitenansicht, Alter. Oh mein Gott, ich werde feucht, ey. Im Profil einmal die gute. Ist das schön anzusehen. Und sie sind jetzt dran. Darf ich auch schon wieder. Jawohl, da ist er auch schon dran. Also, ihr seht, es ist ein spannendes Spiel. Es ist eigentlich halt. Ein was? Theoretisch das gleiche Spiel wie normales Schach. Es ist Schach. Es ist halt auch Schach, aber. Ach, verdammt. Erstens ist es in Rot und Blau gehalten und gleich, also die Animationen, wenn jemand geschlagen wird, die sind einfach köstlich und allein dieser Gentleman-Zug, dass einer aus dem Weg geht, wenn der andere vorbei möchte, ich finde, das hat schon eigentlich einen Platz in der Remastered-Familie verdient. Hammer. Ich bin begeistert. Wir haben bisher noch nicht gesehen, wenn es zur Interaktion kommt. Wir sind alle sehr gespannt. Ah, jetzt ist es der Fall. Ein leichtes Kräfte aufeinanderreiben. Durch diesen törichten Zug ihrerseits bin ich ja. Ich wollte einfach das Gleichgewicht herstellen, weil es sieht irgendwie von der Symmetrie her besser aus. Und jetzt haltet euch fest. Oh mein Gott, es kommt zum Kampf. Oh mein Gott, sie gehen noch ein Stückchen weiter zurück. Sie brauchen Platz. Gebt ihnen. Oh mein Gott. Da oh mein Gott. Richtig ab. In die er Eier. Verliert den Arm und ist down. Was? Er hat den Arm verloren? Oh mein Gott, das ist blutig. Ja, Mann. Leider auf dem PC gab es noch so Kampfschreie. Das war irgendwie noch cooler. Und da war die Grafik auch besser, muss ich sagen. Aber wem sage ich das? Geben wir ihm. PC gegen Konsole, da ist. Gut ist halt das NES hier, ja. Was gibt es daran nicht zu lieben, mein Freund? Hast du erst auf die andere Seite gegangen, nur um. Oh, in den Fuß. Der Fuß ist ab. Oh mein Gott. Oh, und erstochen. Herzhaft. Bösartig, ich bin begeistert. Bösartig. Leute, das ist. Ich kann mich hier nicht einkriegen vor Begeisterung von diesem actiongeladenen Spiel. Das ist unglaublich.
würde ich das jetzt auch nur ansatzweise ernst spielen, ich würde mich erschießen. Oh ja. Das ist nicht wahr. Das Game ist hart geiler Bullshit. Wieso kann ich nicht hier hinlaufen? Ja, geht nicht. Du musst vorher den Charakter anwählen, mein Freund. Hatte ich doch. Nein, hast du nicht. Du musst den Charakter anwählen, der laufen soll. Jetzt haben sie es. Sehen sie es. Ihre Pumpe. Haben sie Augen. Beruhig dich, deine Pumpe. Augen. Augen. Mama, Mama. Eimer. Bestes Video eigentlich immer noch. Einen kleinen Lacher für zwischendurch, der muss einfach eingestreut werden. Eimer, einfach bei Google Eimer eingeben oder bei YouTube, ihr findet das Video mit Sicherheit. Sie sind im Schach, sagen Sie. Ja, da ist er im Schach. Sagen Sie mir doch so etwas nicht. Verschwindet der König. Dämlicher Motherfucker. Ja, also, ja. Ach, come on. Ach, der König ist schon aufgeregt. Im Schach. Come on. Ja, der König, natürlich, der König, es kann nur der König im Schach sein. Der hat wohl noch nie Schach gespielt. Heimer, doch, habe ich. Ich war sogar einmal in der Schach-AG. Einmal hat er reingeguckt. Ich habe da mal reingeschnuppert. Dann hast du gesehen, was Schach ist und bist wieder gegangen. Nein, ich fand das sehr interessant. So, dadurch habe ich auch... Nein, auch zu verlieren. ich war in einer Schach-AG und ich war... Oh mein Gott, jetzt wird's peinlich. Ich war in einer Reit-AG. Was? Ja, Mann. Ich bin auf Ponys geritten. Ehrlich? Ja, Mann. Oh mein Gott, hast du auch voltigiert? Nein. Also. Das ist schwul. Also nur Ponys reiten. Muss ich ja hier anmelden. Das geht ja noch. In der 5. 6. Klasse. Das ist ja noch voll legitim. Voll im Team. Ah. Ja, das klingt nach Ihnen. Ich weiß. Hoch, so fuck. Oh mein Gott, das sind die tiefsten Abgründe der Internetwelt. Der Internetwelten. Dann lieber wenn Pizza. Wenn Mario den Horsefuck rausholt. Dann lieber Pizza. Boom. Ach, die guten alten Snuff-Filme. Ah, ich glaube, wir brauchen noch mehr solcher Folgen hier. Es ist... Ich weiß, und es muss immer wieder jemand sterben. Ich will es besser nicht wissen. Ich bin der Meinung, hier muss jemand sterben. Also, ich opfer mich. Nein, noch nicht. Ja, wenn Sie wissen, wo Sie langlaufen. Ja, ich kann gucken einfach Sie weniger Snuff-Filme und spielen Sie öfter mal ein gutes Gesellschaftsspiel. Geh ich doch einfach mal nach vorne. Steht er jetzt völlig offen. Das sieht doch schon viel besser aus, oder? Was glaubt ihr? Ich glaube, dass du dich jetzt ziemlich ins Abseits buxierst so langsam, aber das macht mir gar nichts, weil... Aber wir wollten ja auch nicht allzu lange spielen, deswegen... Ja, stimmt natürlich. Einfach sollten nur Sie mal mich, zu Demonstrationszwecken. Sollten Sie mich hier, glaube ich, finishen. Ich werde trotzdem versuchen, gegen anzukämpfen mit meinem absolut ungleichen Skill. Ja, das ist auch gerechtfertigt. Also guck mal, Sie wissen nicht mal, was Sie machen können, weil ich so gut gespielt habe hier. Also jetzt schlage ich erstmal Ihren Tölpel da, Ihren Bauerntölpel. Ja, machen Sie das. Was ist das, ein schwuler Henker? Guck mal, hat er eine Kettenhand? Hallo, das ist ein Pferd, das ist der Springer. Das ist ein Springer? Ja, der springt Sie jetzt an und erledigt Sie. Ich weiß nicht, wen der anspringen soll, aber... Ja, der geht erstmal aus dem Weg, damit sein Bruder sterben kann. Sehr gentleman. Sehr, sehr polite. Very, very... You're gonna be the middle piece. Very handsome. Oh yeah. Look at this. Drei Leute. Er nimmt es mit allen auf. Mach What Platz, ich will dich killen. Wo geht er hin? Oh mein Gott, er geht erst noch nach oben? Oh Gott, das... Ja, face to face. Oh, du kriegst einen Kopfklatscher. Komm schon. Alter, ich wehr mich aber. Was geht? Ich gewinn das, Alter. Zieh das rein, ich gewinn das. Ja, nee, jetzt hab ich hier halbreich. Immer face, immer fucking face. Zack, da ist er weg. Und wer ist da ist er weg. Wer ist Schach? Sie sind Schach. Ach, nicht schon wieder. Selbstverständlich. Es ist mir eine Freude. Dumb piece of shit. Kannst du nicht einfach... Goddammit. Ja, du musst mal mit deinem König laufen. Ach, wer ist das? Der da drüber. Ah ja. Der mit der deutlich zu erkennenden Krone. Da bist du auch im Schach. Du kannst nur noch nach rechts gehen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Danke für den Tipp. Kein Problem, ich mache sie doch gerne fertig. Ich will meine Türme mal hier langsam in Position bringen. Es wird böse enden. Also, wir machen hier noch kurz einen Zug, würde ich behaupten. Killen Sie. Finish him. Komm schon. Ich will Blut sehen. Los. Los, wo, ja. Wo ist der Cheat für Gedärme? Cheater Man. Okay, warte, ich probier's mal. Hoch, runter, links, rechts, A, B. Na, Konami-Code funktioniert 3, 2, nicht. 1, 6, 7.
Funktioniert auch nicht. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Heroes of Might and Magic Cheat für die schwarzen Drachen. Ja, und ich gehe hin und wiederhole irgendein Shit von Two and a Half Man. 5, 5, 5, Nase. 5, 5, 5, Nase. Und der 5, 5, 5, Nase. Oder auch 5, 5, 5, Rind. 5, 5, 5, Rind, ne? Oder 5, 5, 5, Rind. Okay, ich würde sagen, wir beenden das jetzt auch gleich. Schlag eben noch meine Dame. Ich habe sie da hingesetzt, damit wir noch ein schönes Ende haben können. Nimm den König. Der König kann sich die Dame jetzt noch gönnen. Ich vernasch die mal. Zum Ende wird dann noch die Dame vom König vernascht. Also ihr seht, ein witziges Schachspiel mit großartigen Animationen. Richtig herrlich. Also das wenn wird ihr, die Trash-Folge. Wenn ihr Bullshit spielen wollt, dann nimmt diesen... Oh mein Gott, sie ficken, oder? Was geht da? Hallo, sie wird geschlagen. Oh nein! Also, das sieht mir nicht nach Liebe aus. Oh doch, definitiv ich glaube schon. Schmerzliebe. Komm, Rape ist ja momentan gerade voll in Mode, deswegen. Also, ja. Also ich glaube, ich distanziere mich hier ausdrücklich von meinem Mitspieler. Das ist die schlimmste Folge ever, ey. Die nie hochgeladen wird, die geheime Folge. Ob wir einen Piep drunter setzen, dann hören Sie nach dem Piep. Leute. Das war es dann auch. Ja. Der Verrückte und Bullshit. Im Bullshit-Quiz. Bullshit Wars. Ja. Okay, ich sage tschüss, tschüss, tschüss. Und Schachmatt. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.